Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Ja klar, warum nicht? Das kann nicht schaden, gell? Klar, kann nicht schaden. So. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Warte mal, wo ist das? Sprich mit dem Drilly Sergeant. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Ja, machen wir mal. Probieren wir mal. 10 Meter? Du hast eine Gun, oder? Ja. Damit würdest du keine Probleme haben. Das war schlecht. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum. Geh in Deckung. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen üben. Ich bin schneller. Oder auch nicht. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Oh, mit X, okay. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Sieh an, diesmal hat er seine Jungs dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bill. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was an die Verteilung stellen von der Maus. Oh, die sind sogar clever. Super Arbeit, Vi. Findest du? Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Okay. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay, schauen wir mal, was das Hacken macht. Aber mit dem Schießen muss ich ein bisschen schneller werden. Da bin ich zu langsam. So. So, halte Tab gedrückt. Um deinen Scanner zu aktivieren. Ah ja, das war die Geschichte. Da liegt der Weapon. Da ist ein Typi. Hacken mit Z. Boah. Ach Quatsch, da drüben steht noch was. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solche Objekte. Beim Scannen werden interessante Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben und es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. So, das wäre die Geschichte hier. Z.
In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Hektik in dem Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ja, okay. Ach, jetzt konzentrier dich. Nochmal, das ist ein wenig umständlich. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Na, ich will doch den Bildschirm jetzt machen. Warum macht er das denn nicht? Ah, ist ganz schön umständlich. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay. Aufräumen müssen wir auch noch. Oh, wegwerfen. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Ja, scheiße. Nicht schlimm. Gleich nochmal. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Super. Hammer gemacht. Und du? Näher dich dem Fenster. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. So, was haben wir hier? Ach Gott.
Jetzt, zünde die Granate. Okay. Da haben wir jetzt quasi diesem Kameraden befohlen, die Granate zu nehmen und zu zünden. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wahnsinn. Wie ein guter Militech-Wachhund. Sehr umständlich. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Gut, dann lassen wir das Tutorial erstmal abschließen. Wollen wir? Nee, alles gut. Ach, beende alle Tutorials, oh Gott. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier für ein Tutorial haben. Basistutorial abgeschlossen. Das war Stealthy, das ist doch neu. Das haben wir, ja. Dann wollen wir doch das Training auch noch beginnen, damit wir ein bisschen stealthy unterwegs sein können. Ja. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Eins, zwei, drei, okay. Markiere alle Wachen. Okay. Alte Tab gedrückt, um einen Scan zu benutzen. Okay. 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 So, haben wir gemacht. So. Betritt den Trainingsbereich. Okay. Da soll ich hin. Attention. So, da in die Mitte soll ich, oder wie? Ah, jetzt habe ich sie alle markiert oder dann sehe ich sie. Hat er mich gesehen, ha? Ja. So. Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Ja, darf ich die noch erschießen? So. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. So, warte mal, wie schaut denn der Depp? Nova, weiter zum nächsten Bereich. Ja, zu fix. Ist ja gar nicht so leicht. Diese Schleicherei. So, halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürmen und Überwachungskameras, die Alarm auslesen und Gegner deine Position verraten können. Gut, boom. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay. Tab gedrückt halten. Dann wieder markieren. Zack. 10 Meter. Haben wir noch eine Kamera? Nee, gell? Okay, feindliche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scanstrahlen. Ja, wohingegen verbündete Kameras grüne Scanstrahlen haben, Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst.
Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Das ist schon mal gut. So. So, der ist da, der Knaller. Okay, dann kann ich ja hier so quasi... Oh, 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 oh. Ups, jetzt ist er da. Ah, er bewegt sich. Du bist kein Militech-Rekrut mit Brei im Hirn. Beweg dich. Bleib mal ganz entspannt hier. Was ist denn los mit dir? So. Hast du gut gemacht. Danke. Stell dich auf die Plattform. So kommst du raus. Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Okay. Machen wir das auch noch. So, Dele. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. So, zeig er mal. Oh, stellen die mir auch so einen Berserker wieder dahin, ne? So, komm mal her. Es gibt so ein paar aufs Fressbrett. Oh Gott. Schauen wir mal. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Kriegen wir hin. Ja, komm her hier. Kommt die Mike Tyson-Schelle raus. Okay, gedrückt halten für den schweren. Blocken, okay, mit rechts immer. Die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Ja, ich hab geblockt. Vor mir ist ein Schmerz. Komm. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Okay. Hat er gemacht? Ausdauerkosten fürs Blocken. Oh. Angriff blocken, okay. Was hat er mich geschubst? Gegenangriff jetzt dabei. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Komm, leg dich hin. Gibst du ein paar auf die Nudel hier? Was ist denn los mit dir? Komm. Und zack. So. Hey, ich hab doch geblockt. Jetzt aber. Jetzt reicht's mir. Komm, her hier. Geh weg da, du Affenarsch, du. Ja.
Wie soll man das denn kontern? Ich mach doch das, was da steht, Menschenskinder. Ah, so gut. So, jetzt hat er ein paar aufs Fressbrett gekriegt, der Klammerat hier. Sodele! Welche drei gegnerischen Angriffen aus? Boah. Trottel. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft. Hat er gemacht. Das kriegen wir hin, jetzt müssen wir alles. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Oh, geil. Katana. Au, das war gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Immer noch? Abschließender Test. Ach komm. Halt still. Super. Du machst das echt ziemlich gut. Ich bin nicht überzeugt. Welche Plattform? Da. Okay. Ich bin nicht ganz überzeugt von der Leistung gerade. So, haben wir alles gemacht, oder? Viel Glück, Vi. Fitti. Und danke nochmal. Tschüss. So, und öffnen. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Ach ja. Und meine liebe Freunde, das war jetzt erstmal das Tutorial. Dauert das lange? Warte doch mal ab, ich will mich gerade von den Zuschauern verabschieden. Bleib entspannt. Also, wie gesagt, das war jetzt quasi ein kleines Tutorial. Ja, wie man jemanden auf die Fresse haut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal raus. Ciao, macht's es gut.